Hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Es sind nun schon einige Wochen her, seit dem letzten Video mit meinem grünen Maluch. Und warum habe ich in den letzten Wochen nicht damit gefilmt? Das Problem liegt an der Lichtmaschine. Sofern ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr, dass eine Schraube an der Lichtmaschine abgebrochen ist, weshalb diese die Autobatterie nicht mehr geladen hat. Und nachdem eine Autobatterie ja nur eine gewisse Kraft hat und wie oft man diese verwenden kann, bis sie tatsächlich leer ist, habe ich das Auto dann abgestellt und für einige Wochen in der Garage, in der zweiten Garage, die ich angemietet habe, stehen lassen. Unglücklicherweise bin ich noch nicht dazu gekommen, das Auto zu waschen. Somit ist es sehr, sehr schmutzig. Aber das ist ja nicht das Thema dieses Videos. Und nachdem ich jetzt die letzten einigen Tage frei gehabt habe, habe ich mir überlegt, die Reparatur, den Austausch der Lichtmaschine selbst durchzuführen. Ich habe mehrfach erwähnt, dass ich kein Mechaniker bin oder kein geschickter Mechaniker, aber es hat mich dennoch sehr, sehr interessiert, es selbst zu versuchen. Ein Handbuch habe ich ja zu Hause, somit habe ich mir dieses durchgelesen, welche Schritte hier zu beachten sind, was nach dem anderen zu machen ist, und das hat zu meiner Überraschung sehr, sehr gut funktioniert und binnen 45 Minuten, vielleicht 50 Minuten, war die Lichtmaschine aus dem Auto ausgebaut, ohne etwas anderes zu beschädigen. Die Schritte waren sehr, sehr gut beschrieben, was gefehlt hat, oder vielleicht habe ich es auch mehrfach überlesen, dass auch die Benzinpumpe zu entfernen ist, da diese eine Schraube der Lichtmaschine versteckt hat, und somit hätte ich die Lichtmaschine so gar nicht aus dem Auto bekommen. Aber gut, das merkt man dann relativ rasch, dass hier noch etwas fehlt. Und wie gesagt, vielleicht 45, 50 Minuten war die Lichtmaschine aus dem Auto ausgebaut. Der nächste Schritt war natürlich, die funktionierende Lichtmaschine wieder ins Auto einzubauen. Hat grundsätzlich auch sehr gut funktioniert. Eine Schwierigkeit da, eine kleine, aber nichts Großartiges. Und in etwas mehr als einer Stunde war die neue Lichtmaschine eingebaut. Und ich möchte euch noch nur ganz kurz zeigen, was mit der Lichtmaschine eben nicht gepasst hat. Und das war ganz genau hier diese Schraube, auf der jetzt hier die zwei Kabel sitzen. Die ist abgebrochen und somit konnte ich die zwei Kabel nicht mehr befestigen. Und somit konnte die Lichtmaschine die Autobatterie nicht mehr laden. Hier ist die Benzinpumpe. Wie gesagt, ich musste diese entfernen, hier diese eine Schraube lösen und auf der Rückseite eine Schraube lösen. Und somit konnte ich dann die vierte Schraube, die wie diese aussieht, nur auf der Rückseite ist, entfernen und die Lichtmaschine ausbauen. Es hat auch funktioniert, weil ich es überprüft habe. Die Batterieanzeige auf dem Dashboard, auf der Anzeige leuchtet nicht mehr. Das stimmt mich sehr, sehr positiv. Hoffentlich bleibt das so. Das ist allerdings nur eine Teillösung des Problems. Als ich das Auto in die zweite Garage abgestellt habe, hat es wieder aus dem Auspuff geschossen. Fehlzündungen hat es gehabt. Und mein erster Gedanke war natürlich, es hat irgendwas mit dem Vergaser zu tun, da ich das schon das eine oder andere Mal gehabt habe. Ich habe beschlossen, den Vergaser wieder auszubauen, und während des Ausbaus ist mir aufgefallen, dass eine Schraube besonders locker ist und sich der Vergaser bewegen hat lassen. Und somit hat er Luft hineingezogen, und das war meine Erklärung dafür, dass es Fehlzündungen gehabt hat. Ich habe diese Schraube angezogen. Der Vergaser sitzt nun wieder sehr, sehr fest, bewegt sich nicht mehr, und bei der Fahrt hierher hat es nicht geschossen. Es hat keine Fehlzündungen gegeben. Das ist auch wiederum, was mich positiv stimmt. Vielleicht ist das ein Symptom, das erst auftaucht, wenn der Motor etwas wärmer wird. Das wird sich zeigen. Bisher hat es nicht geschossen. Ich hoffe, das bleibt so. Und eine Sache, die ich dennoch bei einer Werkstatt machen lassen möchte, ist die Spannung des Keilriemens. Ich habe den Keilriemen bei meinem orangen Maluch vor mittlerweile vielleicht auch schon 2 Jahren selbst gewechselt. Anfangs schien alles in Ordnung zu sein, bin dann mit dem Auto ausgefahren, und plötzlich während der Fahrt hörte ich ein sehr lautes Geräusch im Motorraum, und das war das Geräusch, in dem der Keilriemen leider gerissen ist, und habe mir auch die Riemenscheibe zerbrochen. Und um diesem Problem eben vorzubeugen dieses Mal, werde ich mir für kommende Woche hoffentlich einen Werkstatttermin ausmachen, die Spannung des Keilriemens überprüfen, eventuell auch noch die Lichtmaschine kurz überprüfen, ob hier alles tatsächlich richtig montiert ist, um weiteren Problemen vorzubeugen. Einen Blick auf den Vergaser werde ich auch machen lassen. Es schadet ja nicht. Und dann funktioniert hoffentlich wieder alles. Und ich kann das Auto über die nächsten Monate wieder zu 100% genießen.
das war es jetzt auch wieder für das kurze Video. Ich bitte um eure Likes, Kommentare, teilt das Video mit allen, die sich interessieren, die sich für meine Inhalte, die ich generiere, interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. A few moments later. Etwas ist wohl massiv schief gelaufen. Als ich das Auto soeben starten wollte zum Heimfahren, macht es einen unheimlich lauten Lärm. Ich vermute, dass es jetzt der Lüfter ist, der leider an den an die Lichtmaschine rankommt, diese ankratzt und diese trifft. Und das ist alles andere wie optimal. Und jetzt musste ich das Auto hier nach einigen hundert Metern schieben, kurz mal abstellen, um eine Pause zu machen. Ja, das Video hat eigentlich sehr toll begonnen, endet hier jetzt mit einer etwas traurigen Note. Ich bin hier gleich neben dem Volvo-Dealer, der schon in der Vergangenheit etwas an dem Auto herumgeschraubt hat, was jetzt nicht unbedingt das Ziel war, denn versucht habe ich die Reparatur, um mich selbst zu überzeugen, dass ich es kann und mir Geld sparen zu können. Jetzt mit dem Resultat oder vielleicht auch erst Fehler suchen und dann Resultat ziehen, wird das natürlich im Gegenteil landen. Jetzt muss ich mir nicht einen Termin in der Werkstatt ausmachen, um den Keilriemen ordentlich zu spannen, den Vergaser zu überprüfen und eventuell die Lichtmaschine, sondern es kommt noch etwas dazu. Schauen wir mal, wann ich hier einen Termin bekomme. Jetzt muss ich dennoch schauen, wie ich das Auto hier wegbekomme. Nach Hause schieben, ganz nach Hause schieben, auch wenn die Distanz nicht groß ist, wird sich nicht ganz ausgehen, denn es geht auch teilweise etwas bergauf und auch wenn das Auto nur 600 Kilo hat, das Auto bergauf zu schieben ist immer etwas schwierig und möchte ich auch gar nicht versuchen, denn es würde dann sicher zurückrollen und das ist etwas gefährlich. Ich werde versuchen, meinen Vater oder meinen Bruder zu erreichen. Einer von den beiden wird mich sicher nach Hause schleppen. Abschleppseil habe ich mir schon zuletzt vorbereitet, deshalb liegt es im Auto. Ich habe gehofft, es nicht in Verwendung nehmen zu müssen, aber tja, so ist es mit alten Fahrzeugen. Das Video hat relativ positiv begonnen, geendet hat es in der Tragik. Aber so ist es, wenn man alte Fahrzeuge hat und man Reparaturen selbst versucht, für die man wohl und scheinbar offenbar nicht geeignet ist. Aber gut, ich wollte euch das dennoch kurz noch mitteilen. Jetzt schließe ich das Video tatsächlich ab. Nochmals danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 2 hours later. Leider ist es mir nicht gelungen, meinen Vater oder meinen Bruder zu überreden, das Auto mit mir abzuschleppen. Der Grund dafür ist eigentlich, dass ich gar nicht gefragt habe, beziehungsweise wollte ich es selbst versuchen. Der erste Versuch ist leider gescheitert. Ich wollte das Auto mit dem Fahrrad abschleppen. Das ist nicht gegangen. Somit habe ich jetzt Methode 2 gewählt. Das Abschleppseil hier rund um mich gebunden, um das Auto zu ziehen. Glücklicherweise ist das Auto relativ leicht. Aber wie gesagt, auch eine etwas höhere Ansteigung im minimalen Gradbereich ist anstrengend genug. Es funktioniert hier mit dem Abschleppen um die Hüfte herum. Es fehlt leider eine zweite Person, die das Auto eventuell gegensteuern würde. Denn wenn ich es ziehe, kann es natürlich sein, dass es mal nach links oder nach rechts fährt, je nachdem wie die Spur eingestellt ist. Probieren wir es etwas ein wenig hier. Aber momentan läuft das Auto gerade und das ist halt das Prinzip so. Es fehlt nicht mehr weit nach Hause. Schauen wir mal, wie weit das ich komme. Und ja, auch diese Abschleppmethode funktioniert. Und das war's jetzt für diesen Teil. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.